Die Bibel ist ein absolut faszinierendes Buch, voller Weisheit, voller grandioser Tiefe. Und viele Dinge, die man so auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt oder überliest, haben eine tiefe, tiefe Bedeutung. Ich habe mich schon seit etlichen Jahren mit dem Thema der biblischen Feste beschäftigt. Also der Feste, die Gott unter Mose genau und sehr präzise angeordnet hat, wo er sagt, das sind seine Feste. Es heißt, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, die Feste Jahwes, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Es sind Feste Gottes. Es ist also viel mehr als nur ein Feste Israels oder die Feste der Juden. Es ist etwas, was eine größere Bedeutung hat. Fixtermine mit Gott, wie so ein Date, den Gott gibt und sagt, an dem Termin möchte ich dir in besonderer Weise begegnen. Diese sieben Feste heißen folgendermaßen. Zuerst einmal das Passafest, auf Hebräisch Pessach. Dann diese Festwoche der ungesäuerten Brote, Matzot. Dann Reishit, das Fest der Erstlingsfrüchte. Und dann das Wochenfest, Pfingsten oder auf Hebräisch Shavuot. Dann kommt Yom Teruah, der Tag des Schofarblasens, heute besser bekannt als Rosh Hashanah. Dann der Versöhnungstag, Yom Kippur. Und zum Schluss das Laubhüttenfest, Sukkot. Eine sehr interessante Aneinanderreihung. Und weißt du was? Diese Feste, ihre Reihenfolge, ihre Ausprägung, die Opfer und alles, was da drin ist, ist nicht zufällig. Gott hat da etwas hineingelegt. Alles, was er tut, ist übernatürlich, hat Ewigkeitswert, hat eine besondere Bedeutung. Und in diesen Festen hat er etwas, ich sag mal, wie kodiert, nämlich die Heilsgeschichte, der Erlösungsplan. Den findest du genau abgebildet in diesen Festen. Und deshalb ist es sehr interessant, wenn man da einsteigt, sich damit beschäftigt, weil der biblische Festkalender besteht folgendermaßen. Es gab drei Feste im Frühling. Und diese drei Frühlingsfeste weisen auf das erste Kommen des Messias hin. Dann nach einigen Wochen kommt Schawott, Pfingsten, das Wochenfest. Und dann kommt einige Monate Sommer, bis im Herbst es wieder drei Feste gibt. Und diese drei Feste deuten auf das zweite Kommen des Messias hin. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt, wo befinden wir uns denn gerade? Was ist denn schon passiert? Was steht vor uns? Auf was müssen wir uns einstellen? Das alles findest du in diesen sieben Festen der Bibel hinterlegt, weil es ist der Heilsplan, die Heilsgeschichte Gottes, die er uns da mitteilt. Ich finde das sehr faszinierend. Eine ewige Ordnung in all euren Wohnsitzen für eure Generation. So sagt Gott zu diesen Festen. Eine ewige Ordnung. In den fünf Büchern Mose kommt dieser Begriff hinsichtlich der Feste weit über 20 Mal vor. Es ist eine ewige Ordnung. Es ist also was, was Ewigkeitswert hat, eben die Heilsgeschichte. Du siehst, ich habe diese kleine Bibliothek mit sieben Büchlein dazu geschrieben und einen Überblick, den biblischen Jahreskreislauf oder eben eine DVD-Serie mit über 6 Stunden Teaching. Wenn du dich damit beschäftigen möchtest und da tiefer einsteigen möchtest, möchte ich dich wirklich einladen, dir das zu besorgen. Es wird dich segnen. Es wird wirklich dich in deinem Glaubensleben weiterbringen und es wird dir auch zeigen, wo wir im großen Heilsplan Gottes uns momentan befinden. Ich glaube, Gott hat mehr für uns alle und er hat auch mehr für dich.